Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute starten wir endlich die neue Serie namens Upgrade ABC. Ich freue mich richtig drauf und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu den Regeln. Zuallererst aber noch werden wir mit einem Team starten, in dem jeder Spieler eine 75er Bewertung hat. Es ist ein Hybrid geworden und das ist auf jeden Fall unser Starterteam. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Regel bzw. zur ersten Information. Wir werden pro Episode ein Online-Einzelspiel machen. Und falls wir in diesem Spiel gewinnen sollten, also falls wir einen Sieg einfahren sollten, dann können wir drei Spieler upgraden. Und zwar die drei Spieler, die die schlechteste Spielerbewertung nach dem Spiel erhalten haben. Sozusagen als Beispiel, Schwab und Kraft erhalten die schlechteste Spielerbewertung. Das heißt, sie waren nicht gut, wir haben sie nicht richtig gut einsetzen können, sie haben einfach nicht gut gespielt. Und sozusagen als Belohnung, dass wir gewonnen haben, dürfen wir sie dann upgraden und zwar durch höher bewertete Spieler bei Kraft. Wüsste ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber das Wichtige, der neue Spieler muss mit dem Endbuchstaben des vorherigen Spielers anfangen. Bei Kraft müsste der neue Spieler dann mit T anfangen und eine 76er Bewertung oder höher haben. Ich denke, das müsste für alle verständlich sein. Und bei einer Niederlage passiert dann genau das Gegenteil. Wir haben schlecht gespielt und das muss eine Bestrafung geben. Und zwar werden dann die drei bestbewertetsten Spieler downgegradet. Sozusagen, wenn es wieder Williams, Schwab und Kraft sind, die einfach ein gutes Spiel gemacht haben, müssen wir sie als Bestrafung, dass wir verloren haben, müssen wir sie downgraden. Und zwar durch Spieler, die wieder mit dem Endbuchstaben des vorherigen Spielers begonnen haben. Bei Kraft wieder ein Spieler mit T unter 74 bewertet. Und das ist auf jeden Fall die Grundregel der Serie. Ich denke, das Konzept der Serie ist auf jeden Fall kein schlechtes. Sowas habe ich auf YouTube noch nie gesehen, beziehungsweise in dieser Art und Weise. Und deswegen finde ich es einfach mal was Neues und Freshes. Und jetzt kommen wir noch zu weiteren Regeln, die aber nicht so wichtig sind. Und die werde ich euch jetzt einfach mal vorlesen. Also beim Up- oder Downgraden ist es einfach egal, ob der Spieler Rare oder Non-Rare ist. Wichtig ist nur das Rating. Wichtig ist auch, dass der abgegradete bzw. downgegradete Spieler dieselbe Position haben muss. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein ZOM als Stürmer eingesetzt wird. Und falls ein Spieler aufgrund seines Endbuchstabens nicht ge-up- oder gedowngraded werden kann, ist es noch wichtig, dass wir dann den vorletzten Buchstaben verwenden. Zum Beispiel bei Thomas Kraft wäre das dann das F und dann könnt ihr euch einen Spieler mit F aussuchen. Und dann wären wir auch schon bei der letzten Regel, also es ist keine richtige Regel, aber ich will es euch einfach mal sagen, wir können das entweder so machen, dass ich euch zum Beispiel drei Spieler vorschlage und ihr die dann mittels eines Drawpoll-Links abstimmen könnt, für sie abstimmen könnt. Oder wir machen es einfach so, dass ihr Spieler in die Kommentare schreibt, dass ihr kreativ sein könnt, dass ihr eben auch darüber nachdenken könnt und mitfiebern könnt. Und dann wird das meistgelikte Kommentar bei der nächsten Folge drankommen. Schreibt mir zu diesem Thema auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Soll ich euch Vorschläge machen oder wollt ihr das selber entscheiden? So Freunde, das war's auch schon mit den Regelungen. Ich hoffe, es passt alles. Falls ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt die auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Wenn es gute Vorschläge sind, nehme ich die natürlich an. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zur Serie. In der ersten Episode spielen wir eben mit unserem Starter-Squad und da haben wir im Tor Thomas Kraft, dann haben wir hier Willems, Schwab, Knoche, Jalle oder Schalle, Fick, hier haben wir hier Klaassen, Maher, Boy, Tius, keine Ahnung wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall gute Werte. Vorne drin haben wir dann noch Jermaine und dann noch eine 92er Pace-Hure mit Boy, Wu, keine Ahnung, ein Franzose auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon ins erste Spiel. Heute das erste Spiel mit Live-Commentary auf meinem Channel überhaupt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins erste Spiel der neuen Serie Upgrade ABC. So Freunde, der Gegner ist jetzt da und wir spielen mit unseren gefleckten Trikots und dann bin ich sehr gespannt auf sein Team. Er hat eine sehr komische, einen sehr komischen Teamnamen und hat ein sehr, sehr seltsames Team. Full Südkorea oder Korea, keine Ahnung Freunde, auf jeden Fall Full Silver und ich denke, das ist ziemlich, ziemlich pacig das Ganze und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Game. So Freunde, die erste Partie mit Live-Commentary startet, die erste Partie von Upgrade ABC und ich bin richtig gespannt, was wir heute reißen können. So, wir spielen jetzt weiter auf Maher. Maher spielt den Ball auf Boetus, der dribbelt sich hier schön durch, spielt nochmal auf Fick hier. Nein, Maher ist das, Maher. Maher kommt nochmal an den Ball, geht nochmal nach hinten, schießt dann einfach mal und Tor, das ist das 1:0, was für ein Tor. Aus einer unglaublichen Situation macht er dann doch noch das Tor mit ein wenig Ballglück.
presst er sich hier durch und dann steht es auch schon 1:0. Ein sehr, sehr schönes Tor zum Auftakt der neuen Serie. In der 5. Minute führen wir schon mit 1:0. Mich freut das richtig. Mir wird die Serie, denke ich, richtig viel Spaß machen. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da und das Tor war richtig schön. Hier sehen wir es nochmal, den Zirkel, der einfach wunderbar ins lange Eck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten guten Situation. So, Freunde, ich denke, der Gegner Rage quittet oder er wechselt einfach nur. Mal sehen, was er jetzt macht. Okay, er spielt eh noch weiter. Jetzt wechselt der Manuel Neuer ein. Und das wird auf jeden Fall keine leichte Sache, denn Manuel Neuer ist einer der stärksten Keeper, wenn nicht der stärkste Keeper im Game. Leute, das ist echt, echt richtig, richtig schwer, sich hier aufs Spiel zu konzentrieren und weiter zu kommentieren. Auf jeden Fall keine einfache Sache. Und ja, Freunde, falls ich hier eben nicht so gut spiele, dann müsst ihr das auf jeden Fall respektieren. Schon wieder so ein komisches Wort, aber auf jeden Fall echt nicht leicht hier zu kommentieren und zu spielen. Das ist mein erstes Mal, dass ich das so mache. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Falls ihr das eben immer so sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt haben wir die nächste Chance für Jermaine, der schießt jetzt und Tor! Was für ein Tor aus dem Nichts. Ich kommentiere hier, laber irgendeinen Scheiß und in der 19. Minute steht es 2:0. Jermaine macht hier das wichtige Tor bei einem Rage Quit. Weiß ich gar nicht, was wir eigentlich machen, aber ich denke, das wird einfach als Sieg gewertet, denn das ist ja eigentlich auch ein Sieg. Und dann schauen wir uns das Tor nochmal schnell in der Wiederholung an. Jermaine setzt hier wunderbar durch. Ich habe die Situation schon abgehakt und dann setze den Ball hier in den Winkel und somit steht es auch schon 2:0. So, Freunde, und der Gegner hat geragequittet. Irgendwie habe ich schon geahnt. Er hat vorher sehr oft auf Pause gedrückt und jetzt ist es eben passiert. Somit gewinnen wir die Partie und können die drei schlecht bewertetsten Spieler durch drei besser bewertete Spieler, also vom Rating her, upgraden. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann sehen wir hier die drei schlecht bewertetsten Spieler. Das sind auf jeden Fall mal der 92 Pace Typi, dann auf jeden Fall Stefan Kraft und jetzt haben wir hier noch drei Spieler mit derselben Bewertung. Da würde ich sagen, könnte ich mir jetzt einfach mal einen Spieler aussuchen und ich wähle Knoche, weil er einfach, denke ich, der langsamste Spieler ist. Und das heißt, wir brauchen im Tor einen Spieler mit T, der über 75 bewertet ist. Dann brauchen wir in der Innenverteidigung einen Spieler mit E, der über 75 bewertet ist. Und dann noch einen Spieler auf dem rechten Flügel, rechtes Mittelfeld, rechter Sturm mit dem Buchstaben E, der über 75 bewertet ist. Und das war's auch schon mit der ersten Episode von Upgrade ABC. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, die ganze Serie gefällt euch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn die Serie euch gefällt. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht und ich hoffe, das gefällt euch auch mit Live-Commentary und so weiter und so fort. Leider hat der Gegner jetzt geragequittet, aber das Video ist, denke ich, sowieso schon sehr, sehr lang. Also nicht sehr lang, aber ein paar Minuten wird es schon dauern. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Episode. Vergesst nicht, eure Vorschläge in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten werde ich mir einfach Leute aussuchen in der nächsten Episode. Und ab da können wir dann entscheiden, ob ich euch Spieler vorschlagen soll oder ob ihr sie einfach in die Kommentare packt. Und dann würde ich sagen, war es mit der Episode. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA All-Star.